ordentlich Trachtflug bei den Bienen. Man beachte links oben an der Beute die Wespenkönigin, die sich gerade Material für ihr Nest abholt. Ja, also in der Jahreszeit sind ja nur Wespenköniginnen unterwegs quasi, die jetzt ihre Staaten aufziehen. Also hier geht gerade die Post ab. Anscheinend hat es das Intro nicht geschafft, deswegen jetzt auf diesem Weg. Wir haben jetzt wieder eine Woche später. Wie gesagt, in dem Einspieler eben habt ihr schön gesehen, dass ordentlich Trachtflug da ist. Also die Bienen, die tragen im Moment ganz ordentlich ein. Wir hatten jetzt ein paar Tage schlechtes Wetter, sodass wir so ein bisschen die Chance hatten, oder die Bienen die Chance hatten, so ein bisschen den eingetragenen Nektar umzuarbeiten. Das heißt, ich hoffe einfach schon auf die ersten verdeckelten Waben. Gucken wir gleich mal rein. Ansonsten, wie gesagt, Brutnest erweitern, wo es nötig ist. Ich denke, da sind noch ein, zwei dran. Wir werden noch gucken, dass wir bei ein, zwei Völkern vielleicht nochmal einen zweiten Honigraum draufsetzen, beziehungsweise den ersten. Und ansonsten fange ich die Völker so wie die letzten Wochen auch immer an. Das heißt, erst die beiden Zalant, dann wechseln wir zu den Dardant. Und dann schauen wir mal, was uns da erwartet. Viel Spaß beim Zuschauen. So, wie jedes Mal fangen wir hier wieder vorne bei dem ersten Volk an, damit wir da so eine kleine Reihenfolge drin haben. Ich guck mal, dass mir heute die Kamera nicht wieder abschmiert. Dann müssen wir mal schauen. Ich habe zumindest mal die Hülle runtergenommen. Vielleicht geht es jetzt besser, wo wir es heute auch wieder warm haben. Schauen wir mal, dann sehen wir schon. So. Erstes Mal ein kleiner Blick in den Honigraum. Ja. Schwerkraft. Was wir da so haben. Das sieht doch schon schön aus. Ich sehe auch schon verdeckelt. Wunderschön. Ich glaube, da kann auch schon direkt fast der nächste drauf. Also die Damen, so wie ich es prophezeit habe, in den drei, vier Tagen, wo es jetzt ein bisschen kälter war, haben die das, was die eingetragen haben, schon verdeckelt. Ja, also die ist im Prinzip nur noch das virtuelle Brutnest sozusagen frei. Ja, ich werde den jetzt oben einen draufpacken, einen Honigraum, dass die da weitermachen können. Weil das Nest werden sie nicht so schnell zumachen. Und ich will ja, dass alles oben landet, ne? Also dass die da nicht unten anfangen einzulagern. Von daher gebe ich denen die Chance, dass die oben was haben. Das heißt, die kriegen gleich auf jeden Fall einen Honigraum drauf hier, die Dämchen. Oh Gott, oh Gott. Hat schon Gewicht. Und hier sieht man schön, wie die sich eingekettet haben, ne? Hier haben sie jetzt angefangen, Wildbau zu machen. Das heißt auch wieder ein Grund, dass wir denen oben frische Waben geben, dass die da sich bei ihren Bautrieb ausleben können. Weil ich will ja nicht hier unten den Wildbau haben, sondern oben vernünftig was gebaut ist. Machen wir jetzt wieder kleine Kügelchen von, die werden dann immer so alle paar Wochen eingeschmolzen. Dann gucken wir mal unten rein, ob wir die erweitern müssen oder nicht. Aber ich vermute fast. Also auf jeden Fall müssen wir Schwarmkontrolle auch machen. Die sieht wunderschön aus. Ein bisschen Futterkranz, ein bisschen Pollen, ansonsten komplett belegt. Die ist fast komplett belegt. Also den werde ich wahrscheinlich wirklich nochmal eine Wabe beihängen hier. Hier auch komplett belegt. Da auch komplett belegt. Also wunderbar. Die Damen kriegen auf jeden Fall noch mal was rein, denke ich. Jetzt gucken, wenn ich jetzt das letzte noch ein Pollenbrett ist, dann schmeiße ich das auf jeden Fall raus. Aber die sind hier zu 100% belegt, bis auf die letzte Wabe. Die war halt mit ein bisschen Futtervorrat drauf. Jetzt schauen wir mal die hier an. Und selbst die ist zu 100% belegt. Hier ist zwar ein bisschen Pollen am Rand. Aber das ist schon okay.
Ansonsten sehe ich jetzt nichts. Das heißt, die kriegen hier auf jeden Fall eine beigehängt auf der Seite. In dem Fall auch was, was schon benutzt ist. Dass die einfach losbrüten, weil die sollen, wie gesagt, nicht hier unten im Brutraum anfangen zu bauen. Das will ich die gar nicht zu verleiten, sondern die sollen ja oben bauen. Deswegen kriegen sie unten im Moment immer noch ausgebaute, wenn ich sie habe. Und oben einfach. Also der. Ich denke, da kann in den nächsten ein, zwei Wochen sogar schon geschleudert werden, wenn das die anderen auch so aussehen. Und dann, wie gesagt, oben einen Honigraum drauf. Da haben mich die Leute immer gefragt, ob jetzt Honigraum drauf oder Honigraum drunter. Wie gesagt, bei meinen Backfast, die legen ihr Futter immer Brutnest fern ab. Ne? Da sind die einfach drauf hingezüchtet. Deswegen immer oben drauf. Wenn man Karnika hat, ist es eher so, dass man es drunter packt. In dem Fall ist jetzt zum Beispiel ein Honigraum nur mit Mittelwänden, bis auf die Mitte. Die sind so angefangene, ausgebaute. Ne? Sodass die hier ordentlich Platz haben, um ihren Bautrieb auszuleben. Ne? Und vielleicht unten ein bisschen weniger Wildbau machen. Schauen wir mal. So, erste Folge durch. Das sah schon mal ganz gut aus. Zu die Laube. Dann lasse ich euch mal eins weiterfliegen hier. Ja, muss man halbwegs sehen. Hier hatte ich schon den zweiten Honigraum drauf getan. Dann gucken wir mal, was die mit dem zweiten angestellt haben. Ja, da haben sie jetzt noch nicht genommen. Das war bei dem Volk auch so ein bisschen vorsorglich einfach. Da sind die ersten Futzelchen an Honig drin. Also die haben auf jeden Fall noch Platz satt. Aber sie haben angefangen, ihn ein bisschen auszubauen. Also bei denen brauchen wir jetzt noch nichts geben. Und der untere. Schauen wir auch mal rein, was wir so vorfinden. Aber hier haben sie noch nicht verdeckelt, weil sie die noch nicht voll hatten. Aber hier haben sie ein bisschen angefangen zu verdeckeln. Also das lassen wir einfach so, wie es ist. Da müssen wir nichts ändern. Die haben genug. Hier hängen sie wieder schön als Traube neben dem Sheet. Noch mit ein bisschen Wildbau, den werden wir den auch wieder abmachen. Vorsichtig runter machen, damit wir hier nicht den Bienchen quetschen. Und meistens, oder die Chance, dass auf dem frischen Wildbau die Königin sitzt, ist eigentlich ziemlich groß, weil die natürlich da frische Zellen hat, manchmal auch Bronenbrut, die sie machen will. Deswegen muss man bei dem Wildbau immer aufpassen, wenn man den rausholt. Da ist die Chance, die Königin kaputt zu machen, echt immer sehr, sehr groß. Habe ich festgestellt. Also immer ganz vorsichtig. Nicht wie so ein Berserker. Auch nicht aus Versehen die Königin rausschütteln, das ist auch immer doof. Ja. Dann schauen wir mal, was wir hier so haben. Aber wenn die hier anfangen Drohnenbau zu machen, könnte ich mir vorstellen, dass die auch nochmal eine Wabe brauchen. Schauen wir mal. So. Die erste ist zu 100% belegt, bis auf hier so ein ganz bisschen Futter am Rand. Rückseite haben wir ein Spielnäpfchen. Gucken wir mal, ob was drin ist. Ja, wirklich nur Spielnäpfchen, noch nicht belegt.
Also das ist jetzt die Zeit, da muss man auf jeden Fall anfangen mit der Kontrolle. Dann auch nochmal Spielnäpfchen. Aber auch die sind alle nicht bestiftet, ansonsten die war aber auch zu 100% belegt. Also für mich auch ganz klarer Fall, hier muss noch mal eine daneben. Dann sind die auf 6 Waben. Und das ist auch so eigentlich so das Maximum, was die brauchen. Dann 7 hat man ab und zu mal oder 8, aber im Normalfall ist ein Drohne rausgefallen. Im Normalfall kommen die mit 6 ganz, ganz locker aus. Wenn man da zu viel gibt, dann hat man nur das Problem, dass die sich da den Pollen reinknallen. Und mit 6 großen Zerdantwaben hat die Königin allemal genug zu tun. Auch komplett belegt. Also die haben sich schön den Pollen rausgeschafft, den sie drauf hatten. Ne? Bis auf dem. Das ist zum Beispiel jetzt ein komplettes Pollenbrett, was ich frisch gegeben hatte. Das werde ich jetzt nochmal drehen, weil die Rückseite noch nicht belegt ist. Werde es nochmal hintun und gucken, ob die Königin sich die Seite jetzt vornimmt. Das heißt, die kriegen jetzt nichts, weil das Ding im Prinzip nur mit Pollen belegt war. Die bleiben einfach so, einfach nochmal umgedreht, dass die Königin quasi Zugang zu der Seite hat, die frei war. Und dann darf die da loslegen. So, war es auch bei dem. 2 Honigräume wieder drauf. Fertig. Also das heißt, die sitzen im Moment auf 4 Waben, ja, und bringen trotzdem Honig. Das ist halt echt das Schöne. Wenn ich den unten den Raum jetzt zugeknallt hätte mit Waben, dann würden die alles machen, aber keinen Honig nach oben tragen. Bin ich mir ziemlich sicher. Zumindest nicht die Menge, die ich hier habe. So, ab zum Dadant. So. Dann versucht das iPhone ein bisschen abzuschirmen hier. Vor der Hitze. Weil es nämlich schon wieder die ersten Macken machte. So. Gucken wir mal rein, was die Dadant-Mädels sagen. Die Dadant-Mädels sagen auf jeden Fall, dass sie Bock auf Ameisen im Deckel haben. Das heißt, die werden wir mal ein bisschen hier so, die sind noch nicht so weit. Die haben den ersten Honigraum zwar angenommen, aber da sind jetzt noch keine Massen drin. Die ersten Waben sind voll. Also die sind noch alle ausreichend versorgt. Mal gucken, wo sich hier die Ameisen versteckt haben. Unter dem Deckel oder was? Ja. Haben quasi zwischen Deckel und Dämmung haben die ihr Nest angelegt gehabt. War ein bisschen verscheucht. Und Ameisen brauchst du nicht unbedingt im Bienenvolk. Die können sich woanders tummeln. Schauen wir mal unten rein, wie es da ausschaut. So, hier ein schönes Beispiel. Ne? Hier haben sie quasi unten komplett Drohnenbau angelegt. Ne? Das war so eine halbe Wabe. Oben ist ganz normal ausgefüllt und unten haben sie sich komplett mit Drohnenbau zugemacht. Rückseite dementsprechend natürlich auch, aber ist komplett belegt. Die nächsten an hier. Auch untenrum Drohnenbau, also die besorgen sich schon ihren Platz für ihre Drohnen, wenn sie sie brauchen. Das heißt für mich,
dass wir jetzt noch ein paar Wochen warten müssen, bis die Drohnen hier schlüpfen. Und dann fange ich an, auch mal Mini Plus zu teilen, denke ich. Ich habe jetzt noch keine aktiven gesehen, aber die sind, denke ich, kurz vorm Schlupf. Dann haben wir mal sowas wie Weiselzelle, aber nicht bestiftet. Bisschen viel Pollen hier drin. Das heißt, die würde ich im Moment auch noch nicht erweitern. Wenn die sich anfangen, in ihre Brutkreise Pollen zu legen, dann haben die auf jeden Fall genug Platz. Auch. Im Prinzip überall Pollen mit reingeknallt. Also das heißt, die haben auf jeden Fall genug Platz, wenn die Platz haben, sich in die Brutnester Pollen reinzupacken nachträglich. Dann brauchen wir denen nichts geben. Die hatte ich frisch gegeben letzte Woche. Die haben sie schön ausgebaut. Mit einem Honigkranz oben. Deswegen ist auch der Honigraum noch nicht so angenommen, weil die im Prinzip erstmal ihren Honigkranz da gebastelt haben. Also hier machen wir nichts weiter. Die dürfen einfach mal so weitermachen. Ein bisschen wachsen und dann gucken wir mal, ob wir nächste Woche denen was geben. Aber ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Anscheinend ist die Königin einfach da bei ihrer Grenze schon. Und dann ist gut. So, Honigraum wieder drauf. Fluglochkeil mache ich immer so vorne mit drauf, dann steht der Deckel nach hinten ein bisschen schief, das heißt das Wasser läuft dann nach hinten ab und tropft nicht vorne drauf ab und man hat ihn immer dabei. Dann setze ich euch mal zum zweiten Volk um und hoffe, dass die Kamera das diesmal besser mitmacht bei der Hitze. Bis jetzt geht's noch. Ja. Zweiter Dadant. Lass los. Auch hier Ameisen. Auch hier müssen wir mal ein bisschen Ameisenbeseitigung betreiben. Ist natürlich schön warm hier unter so einem Deckel, ne? Die sind ja auch nicht doof. Aber auch hier ist der Honigraum zwar angenommen, aber das Volk war noch zu schwach. Die haben jetzt über ihrem Brutnest quasi, haben sie ein bisschen eingelagert, aber die brauchen noch. Vielleicht auch einfach, ich weiß gar nicht, was da für eine Königin drin ist, ob das noch eine ältere drin ist, ob das schon eine Zweijährige ist. Wollen wir mal gucken, ob wir sie sehen von der Farbe her. Was ist los? Sieb unten dran. Immer lose in den Rahmen, damit man die besser sauber machen kann. Ja. Auch das Volk ist nicht das größte, wie man sieht. Ja, die hatte ich denen, glaube ich, letzte Woche gegeben. Haben sie nicht drin gebrütet, haben sie nur Futter drin angelegt. Also auch die Queen an ihrer Grenze, ist wahrscheinlich wirklich eine Zweijährige schon. Okay, vielleicht sehen wir sie ja. Sonst der Rest vom Bruten, das sieht okay aus. Da sind die ersten Drohnen unterwegs, das ist schon mal schön. Das heißt, wir können jetzt wirklich noch eine Woche warten und nächste Woche die Mini Plus teilen. Bis die Königin nachgezogen haben, sind die Drohnen auf jeden Fall geschlechtsreif irgendwann. Ist auch keine Königin zu sehen. Ansonsten ein schönes, ruhiges Volk. Da ist die Königin. Es ist rot. Also die ist auf jeden Fall schon zweijährig. Das würde dann jetzt erklären, warum die nicht mehr ganz so doll legt. Heißt, auch ein Klassiker, wo man dann gucken kann, ob man das Volk nicht auseinander nimmt, um Ableger zu bilden. Ja, weil die, letztes Jahr war die richtig schön. Aber dieses Jahr ist die einfach, ich vergleiche das immer so mit so Legehühnern, ne? die backfast. Die sind halt wirklich auf Leistung getrimmt, ne? Und spätestens im zweiten Jahr lässt die halt nach. Ne? Das ist einfach, also zweites Wirtschaftsjahr, lässt die halt einfach nach, die Leistung, die Legeleistung. Ne? Aber immer noch genug genetisches, schönes Material, um dann davon zu ziehen. Das heißt, hier werden wir auch gucken, dass wir vielleicht nochmal einen Ableger von machen. Aber ansonsten ein bisschen Honig bringen auch die ein. Von daher, alles gut.
So. Okay. Und der kann bei dem Wetter jetzt eindeutig raus. Smoker. So. Und dann ab zum Zahlanvolk, was auch schon den zweiten Honigraum gekriegt hat. Hier fliegt man eine Runde. Ja, ich hoffe, so sieht man was. Dann bin ich mal gespannt, was die mit dem zweiten Honigraum angestellt haben, weil wie gesagt, das ist glaube ich so das stärkste Volk, was ich hier im Stand habe. Also, der Honigraum, der ist jetzt 3 Tage drauf. Und da haben die zumindest in der Mitte schon ordentlich angefangen. Also bei dem war es auf jeden Fall gut, den zweiten draufzusetzen. Also die Wabe, die ist die mittelste, die ist schon zu 70% voll vom Gewicht her. Und die haben rechts und links angefangen. Die müssen jetzt keinen neuen haben, aber da war es auf jeden Fall gut, dass die angekriegt haben, so wie sie den ausgebaut haben. Und das war auch einer, glaube ich, mit frischen Mittelwänden komplett. Jetzt schauen wir mal, wie die unten drunter aussehen. Vielleicht haben sie da schon ein bisschen verdeckelt. Auf jeden Fall auch schön ruhig. Da geht keine einzige Biene hoch bei dem Volk. So sollten die alle sein. Ah, komm hier. Hier haben sie jetzt angefangen, ein bisschen schon quasi das virtuelle Brutnest zuzupacken. Aber das ist immer das, was die als letztes quasi zumachen in dem Honigraum. Bei dem Mittelwarm zumindest, am Rand geht es immer ein bisschen schneller, aber die brauchen noch ein bisschen, aber das ist auch so, dass man da spätestens 2 Wochen schleudern muss, denke ich. Dann sind auch die Obstblüten durch hier. Jetzt haben wir die Äpfel, die gerade blühen hier in der Gegend. Oh mein Gott, da ist ordentlich Gewicht drin. Bisschen rauf, wobei das bei dem Volk fast nicht nötig ist, weil die wirklich so schön ruhig sind. Und den hatten wir auch, weil die so schön sind, letzte Woche so einen halben Drohnenrahmen hier gegeben. Ich weiß gar nicht, ob der hier ist oder auf der linken Seite. Der ist auf der linken Seite. Also hier komplett belegt. Wunderschön ruhig. Spielnäpfchen auch nichts drin. Machen wir trotzdem kaputt. Wunderschön. Nächste war aber auch komplett schön belegt. Also die Bienchen, also so, wenn die alle so ruhig wären, ne, die kannst du quasi streicheln und die machen nichts, ne? Perfekt. Deswegen will ich von so Völkern auch auf jeden Fall Drohnen mehr in der Luft haben. Da ist die Königin. Das ist jetzt zum Beispiel komisch, ne? Das ist auch eine 2-jährige Königin und die geht noch ab wie Sau, ne? Seltsam. Aber es ist halt einfach die Gefahr, dass die 2-Jährigen ein bisschen mehr ablosen, ist einfach da, ne? Ansonsten wunderschön. Alles belegt. Also die haben sich auch komplett durch den Kram durchgearbeitet. Kein Futzelchen mehr drauf an Honig. Müssen wir gleich bei dem Drohnenrahmen ankommen. Noch die letzte hier. Auch komplett, also wunderschön. Und das war glaube ich hier der Drohnenrahmen. Genau, der war nämlich unten und oben war Drohnen, oben war frei. Den haben die komplett ausgebaut in den paar Tagen und auch bestiftet. Also in der Woche jetzt. Und fangen schon an, die Zellen zuzumachen. Das geht wie es Katzenrubbeln hier. Also perfekt. Den würde ich auch nicht mehr geben. Die sind mit ihren 2, 4, 6 Rähmchen völlig zufrieden, glaube ich. So schön ruhig, wie die sind. Ist alles schön ausgebaut. Da würde ich gar nichts machen an dem Volk. Einfach so laufen lassen.
Wunderschön. Und ich räume wieder drauf. Hoffen wir, dass die nächste Woche noch ein bisschen was den oberen voll machen. Und dann gibt es da schön Honig von. Super. So. Ich schaue mir jetzt noch die anderen Stände an und dann sehen wir uns gleich zum Fazit wieder. Ich bin mit dem Stand durch und auch so nass durch. 24 Grad oder sowas haben wir jetzt. Die Sonne scheint von oben runter, als gäbe es keinen Morgen mehr. Was ich gemacht habe, an zwei weiteren noch einen Honigraum draufgesetzt, die letzte Woche noch zu schwach waren. Die haben jetzt einen drauf, den Rest habe ich quasi so gelassen. Ab und zu mal einen Honigraum umgedreht, dass die andere Seite mit benutzt wurde. An zwei, drei Völkern nochmal eine Wabe beigehängt, der Rest ist eigentlich so okay. Ich habe jetzt auch nichts weiter rausgenommen. Was wir noch gemacht haben, ist den Mini Plus wieder eine komplette Zarge dazwischen zu schieben. Die, wo ich letzte Woche reingetan habe, die war schon wieder komplett ausgebaut. Das geht bei dem Mini Plus ja ruckzuck, sodass die jetzt hier eine nur mit Mittelwänden haben, die sie ausbauen müssen, wo sie jetzt mal eine Woche Zeit haben. Die werde ich aber nächste Woche trennen. Das heißt, ich habe jetzt die ersten Drohnen hier entdeckt. Nächste Woche nehme ich hiervon die Hälfte mit auf einen anderen Stand und lasse die da quasi eine Königin nachziehen, beziehungsweise hier, je nachdem, wo die Königin dann drin ist, das suche ich nicht, sondern da wird einfach geguckt, wo Brutwaben drin sind. Da kommt ein Teil mit einem Honigraum raus, nochmal ein paar neue Waben dazu und dann wird das Ding quasi geteilt, sodass wir da jeweils drei Räume haben. Und das mache ich nächste Woche, denke ich, mit allen anderen auch, um einfach schon mal ein bisschen die Masse zu erhöhen hier. Ja, ansonsten bin ich soweit zufrieden. War jetzt nicht so viel Eintrag durch die letzte Woche mit drei, vier Tagen, ich sag mal, kaltem Wetter und Regen. Aber das, was drin ist, ist, denke ich, schön trocken. Ist auch was wert, ne, dass das Zeug vernünftig getrocknet werden kann zwischendurch. Ich denke, so zwei Wochen oder sowas, dann steht die erste Schleuderung an. Dann sind die Honigräume auch vier Wochen drauf. Viel länger sollte man sie nicht drauf lassen, wenn jetzt irgendwo ein Rapsfeld in der Nähe ist oder sowas, sowieso nicht. Sonst wird das Zeug einfach zu fest. Dann besser rausholen. Vorher natürlich einmal Feuchtigkeit prüfen mit dem Refraktometer, ganz klar. Ja, ansonsten, wie gesagt, mache ich jetzt meine zwei anderen Stände noch durch. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Mal gucken, wann das Video rauskommt, wenn ich Zeit habe. Und wir sehen uns nächste Woche. Falls euch gefallen hat, wie immer, Daumen hoch da lassen, ne? Abo da lassen. Und wir sehen uns nächstes Mal. Tschüss.